Hi zusammen und willkommen zum 20. Dezember. Und wir haben Montag, wir sind in der Weihnachtswoche und Weihnachten rückt immer näher. Ja, ich freue mich schon drauf auf die Weihnachtstage. Und hier haben wir euch was eingepackt, was vielleicht auch an dem Tag zum Einsatz kommen könnte. Machen wir es mal auf. Hier sehr gut eingepackt. Schaut auch an die Weihnachtselfen. So, wir haben ein Poliertuch von der Firma Spiegelau. Und das ist ein echt besonderes Poliertuch, weil es einfach nicht ein einfaches Mikrofasertuch ist, sondern es ist wirklich wie dafür gemacht, ein Glas zu polieren. Das ist trocken ist, dass es vor allem ohne Wasserflecken ist und halt auch von der Größe so, dass man schön ein Weinglas umschließen kann und hiermit einfach perfekt sein Weinglas polieren kann. Im ersten Türchen war das Weinglas und jetzt kurz vor Weihnachten wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr am Weihnachtstisch schön polierte Weingläser haben wollt, und dementsprechend haben wir euch das hier eingepackt. Und wenn ihr euch irgendwann auch mal für vielleicht mundgeblasene Gläser entscheidet oder sogar schon welche zu Hause habt, braucht man unbedingt auch ein sehr gutes Poliertuch. Und auch jetzt schon bei den Gläsern, die wir im Adventskalender hatten, ist es nochmal ein schönes Upgrade. Probiert's aus, auch die Verarbeitung, wie man es hier sieht an den Rändern, ist so schön gemacht. Es wertet jede Küche nochmal ein bisschen auf vom Equipment her. Ansonsten, ja, mich freut's und viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen am 21. Dezember. Bis dahin. Cheers.